Hallihallo, Hallöchen. Ah, so geil. Ich habe endlich mir ein geiles Lederband selber mal besorgt für mein Juni-Ei. Und kann es jetzt endlich auch mal regelmäßig am Herzen tragen. Ja, jetzt hatte ich da immer so was Komisches und jetzt. Und da ist gleich ganz viel passiert. Innen wie außen. Und yeah, ich habe voll den geilen Titel gewählt. Was hat Masturbieren mit Creation, also mit Manifestation, und das wiederum mit deiner Fülle zu tun? Ja, also, der Zusammenhang von Masturbieren und kreieren und finanzieller Fülle. Ja? Ich traue mich das jetzt einfach mal so zu sagen. Ich finde, man kann es gar nicht oft genug sagen. Wow! Und es ist so logisch. Es ist so logisch und so schön. Und ich bin auch ganz euphorisch. Yeah! Denn, also, ihr Lieben, was hat das miteinander zu tun? Wird man sich erstmal fragen. Und irgendwie so als Frau hat man da vielleicht so eine kleine Ahnung, dass es da ja einen Zusammenhang geben könnte. Aber es ist so geil, es ist so geil. Hast du denn schon mal probiert, die Dinge, die du vielleicht schon weißt an Tools und Techniken, um dich auszurichten, um dich zu, ja, bewusst deine Gedanken zu channeln, dahin deine Energie und Aufmerksamkeit zu richten, für was du wirklich brauchst, ja? Also, wenn dir grundsätzlich Manifestation-Tools bekannt sind, hast du dann schon mal probiert, das zu machen, während du dich selbst aktiv liebst? Und damit meine ich Selbstbefriedigung. Ja, dieses Wort ist so bekloppt. Und Masturbation ist auch bekloppt. Es gibt keine gar nicht so tolle Worte dafür. Ich liebe es zu sagen, ich liebe mich selber. Mich selbst aktiv zu lieben. Physisch, aktiv, richtig, ja. Denn was passiert? Wie kreieren wir denn? Wir kreieren, wir denken immer, es geht über unsere Gedanken, vielleicht noch über das, was wir sagen. Ja. Aber das sind alles nur Wege, die dich dahin bringen zu fühlen. Denn kreieren funktioniert über das Gefühl. Es sind Waves, es sind Frequenzen, die du aussendest, die ins Resonanzfeld dann mit den Waves gehen, die du eben produzierst, mit den Dingen, mit den Menschen, mit den Umständen, ja? Die gehen in Resonanz und damit ziehst du es an, weil ihr nennt es auch das Gesetz der Anziehung. Ey, ich mache das Video hier für Frauen, die wissen, was das alles ist. Ja, es ist nicht, es ist keine Technik für total Neulinge, überhaupt nicht, ja. Okay, also, so funktioniert Kreieren, ja. Wir denken etwas, wir denken es häufig, dadurch kommt es ins Gefühl, wir fühlen etwas. Läuft auch viel unterbewusst, auch wenn wir es nicht aktiv fühlen, sind viele Gedanken dann auch, ne, was wir Glaubenssätze und so weiter nennen. Also, wir denken, wir fühlen und diese Gefühle erschaffen eine Frequenz. Und diese Frequenz senden wir aus in die Welt. Yeah, hallo Katharina. Katrin, genau. Schön, dass du zuschaust. Willkommen. Ich erzähle gerade, was das alles miteinander zu tun hat, mit unserer Lust und unserer Masturbation. Okay, also wir senden aus über Gefühle. Und je stärker das Gefühl, desto kraftvoller, desto mehr Frequenz, desto schneller ist auch die Wave. Ja, es hat wirklich was mit physikalischen. Oh Gott, ja, mein Bruder müsste ich mal fragen, der studiert nämlich Physik und der könnte das genau erklären. Ich habe das mal alles total von einem krassen Wissenschaftler erklärt bekommen, ja. Also es ist so cool, weil es jetzt so anfängt, ne, dass Wissenschaft und krasse Spiritualität so zusammenkommen. Total schön. Yeah, also deswegen, Leute, meine Sprache, ja, ich merke, diese ganzen neuen Zeitsachen, da fehlt einfach die Sprache dafür, also mir jedenfalls ganz oft. Also ich hoffe, ihr versteht mich. Wenn nicht, macht euer Herz auf, versteht mich von innen, was ich sagen will. Also, wir kreieren, wir denken, wir sprechen, wir fühlen, wir fühlen. Und diese Gefühle erschaffen Frequenz, eine Welle, eine Energiewelle, die wir aussenden, die auf Resonanz stößt, die miteinander in Resonanz gehen. Da kann es auch Disharmonien geben, wenn es nicht zusammenpasst. Ha, das ist dann der Stress im Leben. Das ist dann, wenn plötzlich verrückte Dinge passieren. Das passiert dann, wenn du sehr hochfrequent bist. Mir passiert zum Beispiel andauernd, dass ich Lampen schrotte. Ich passe eine Lampe an, will sie anmachen, habe sie noch nicht mehr angemacht und sie piu, explodiert. Jetzt öfter passiert. Gern gehen auch technische Geräte kaputt, wer das kennt. Ja, also wenn ihr hochfrequenter unterwegs seid und nicht genau zielgerichtet genug seid, da passiert auch manchmal verrückte Sachen.
Genau. Und wo, liebe Frauen, liebe Männer, wer auch immer, ja, wo sind wir denn stärker im Gefühl, als wenn wir gerade einen Orgasmus haben oder einfach in der Lust sind, in der Selbstbefriedigung, in der Selbstliebe sind, in der Masturbation? Ich nenne nochmal dieses Wort, ja. Es ist so geil, es ist so logisch und es ist so schön. Und ich habe bisher diese Dinge getrennt voneinander gecoacht. Ja, mein Lustraum, da sind wundervolle spirituelle Frauen auch dabei, aber es ging sehr um dieses Lust erforschen, mich selber kennenzulernen, zu gucken, wie kann ich meine Orgasmusfähigkeit erweitern. Auch Wissen über unsere Vulva, unsere Klitoris, weil wir so wenig wissen, was es alles zu wissen gäbe, weil es das keiner im Biounterricht beigebracht hat, ja. Was war bisher so der Lustraum? Und gleichzeitig meine sehr, sehr spirituellen Lustcoachings und ja, eher Liebescoachings, wo ich mit Paaren und Frauen einzeln gearbeitet habe. Und jetzt gibt es diesen geilen Lusttempel, wo ich das alles zusammenbringe, zusammen mit einer mega geilen Technik. Und damit es einfach so logisch ist. Ich kann es gar nicht alles sagen. Es freut mich so, ja. Weil es so einen ganz anderen Wumms kriegt. Zum einen bekommt dann deine tägliche Praxis viel mehr Freude, als ich muss mich hinsetzen und schon wieder meditieren und oh Gott und oh, ist das und so trocken. Und das war der alte Weg, auch finde ich ein sehr männlicher Weg, der sehr viel über Askese geht, über du musst dein Ego ganz loslassen, du darfst dich am besten deinen Körper gar nicht mehr spüren, du bist nur Geist in anderen Welten und Dimensionen, ja? Das war so bisher der, finde ich, männlich geprägtere Weg. Okay, ich gehe jetzt gerade ein bisschen ins Klischee. Für mich hat sich so angefühlt, ja. Und das jetzt ist ein total weiblicher Weg, weil es geht, wir nutzen die gleichen Tools, wir können das alles auch, aber wir nehmen unseren Körper mit rein. Wir nutzen unseren Körper als Tool, als Vehikel. Wir nutzen ein Yoni-Ei als Vehikel, als Tool, ja, um uns in unsere höchste Präsenz zu bringen, um uns zu verbinden mit unserem höchsten, schönsten Kern, mit dem, was wir wirklich, wirklich sind, ja. Und in dieser Verbindung, wenn ich dann mich ausrichte und das kreiere, was eben nicht irgendwas, was ich mir vom Ego her ausdenke, was ich bräuchte, sondern mir auch die Impulse von oben geben lasse, eben über diese Technik, dass ich sehr klar habe, was dran ist als nächster Schritt, um dahin zu kommen, wo ich hin will, weil meine Seele hat da viel geileren Überblick von oben, was als nächstes dran ist, wo ich als kleines Ego voll was anderes kreieren würde, ja. Also ich kriege diese Impulse und ich setze sie um. Und mit dieser Umsetzung der Impulse, wenn ich das dann nicht einfach ich sitze still da, ich bin asketisch. Nein, ich bin lustvoll, ich bin juicy, ich bin sinnlich, ich fühle mich selber, ich fühle mich überall selber, ja? Ich bin überall erregt, mein ganzer Körper ist eine reine Erregung, ja? Bis hin zu einem Ganzkörperorgasmus oder zu dem stinknormalen klitoralen Orgasmus, den die meisten oder viele Frauen sich selber gut beschaffen können. Wenn du das miteinander verbindest, wham, ja, es ist, das nenne ich gern die Orgasmic Love Power, weil es ist eine Kraft, mit der du kreierst. Und diese Kraft ist so viel mehr, als ich spreche meine drei Affirmationen jeden Tag und habe ich mir auch ins Spiegel geschrieben. Ich bin jetzt gemein, ja. Habe ich selber ganz lange Jahre gemacht. Und dann sehe ich sie schon wieder und ach, ich bin ja so in der Fülle und im Wohlstand. Ach nee, ich soll ja dabei das auch fühlen. Okay, ich bin voll in der Fülle und im Wohlstand. Ja, scheiße, mein Konto ist aber so. Nein, ich bin voll, ich darf das nicht denken, ich darf das nicht fühlen, weil sonst kreiere ich es. Ja, scheiße, scheiße, ich darf es nicht kreieren. Aber ich bin ja in der Fülle und im Wohlstand. Aber ich darf nicht so denken und eigentlich ärgere ich mich drüber und ja. Und es ist, als ob sich die Gedanken miteinander verhaken und einen noch größeren Knoten bilden, als da eh schon ist, ja. Oh, das, was wir hier machen, ist was anderes. Es ist, ich gehe in meine Lust. Und die Lust funktioniert auch eh nur, wenn dieses Karussell-Affentanzdenken im Hirn aus ist. Sonst komme ich ja gar nicht auf meine Lustkurve hoch. Ja? Da bin ich in schönen Fantasien. Aber was ist, wenn ich meine normalen sexuellen Fantasien ersetze durch sehr klare Bilder von Frequenzen, von Situationen, von, ja, Dingen, die ich möchte, die ich in mein Leben ziehen möchte und das dann zum Orgasmus bringe. Ha? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Wie genial das ist? Das ist genauso genial, wie einen Orgasmus bei einer Geburt zu haben, wie sich selbst zu befriedigen während den Wehen. Ja? Kein Mensch kommt drauf. Mein Gott, es ist so logisch, es ist so schön, es ist schmerzreduzierend und es bringt dich in die Lust, es schüttet übelst viele Endorphine, Oxytocin und all das
aus. Und Hormone sind ja ein Zeichen von unseren Gefühlen, ja? Also die Hormone machen uns Gefühle, aber unsere Gefühle machen auch noch mehr Hormone. Und entsprechend, ja, ich habe das alles über die Lustgeburt so gelernt, Frauen in diesen Zustand zu bringen. Ja? Und das ist das, was ich dir gebe. Das sind die Tools, die Techniken, die ich dir gebe, wie du dich selbst, natürlich sind wir doch sehr individuell, keine Frage, darum geht es nicht. Es geht hier nicht um Gleichmacherei. Ja? Aber wie du dich selbst in diesen Lustzustand bringen kannst, mit Masturbation, sehr bewusst, aber auch in einen dauerhaften Ekstasezustand vielleicht dann, ja, der dich auch durch den Tag tragen kann. Und in dieser Ekstase, wenn du die anfängst zu verknüpfen mit deinem höchsten Selbst, mit einer ganz hohen göttlichen Spiritualität, mit deiner höchsten, tiefsten, urweiblichen Kern, deiner tiefen Wahrheit, ja? Wenn du das alles miteinander mit der Lust verbindest und die Lust damit verknüpfst, ja, dann kann das Leben zu einem dauerhaften, ekstatischen Tanz werden und du tanzt nur noch durch dein Leben mit noch Höhepunkten und noch mehr Höhepunkten und noch tieferen Höhepunkten. Nebenbei wird dein Liebesleben auch geil, übrigens. Nebenbei kommt die finanzielle Fülle, übrigens. Nebenbei wird alles so viel leichter, du hast mehr Zeit. Es ist verrückt, die Zeit dehnt sich. Es ist out of normal dimension. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann es sonst nicht mehr greifen. Wie gesagt, mir fehlen die Worte, ich kann es nicht mehr greifen. Ich weiß nicht, wie ich alles gleichzeitig hinkriege. Umzug, Pflege, komplett pflegebedürftige Mutter, alleinerziehend mit Kind, gerade Kita frei, neues Haus. Zwei Wohnungen aufzulösen und die von meiner Mutter ist echt der Burner, wenn ihr die sehen würdet. Plus mein Business aufbauen, plus Frauen zur Geburt begleiten. Es kann auch sein, dass ich übrigens mal gerade ein paar Tage weg bin, weil ich auf Geburtsreise bin. Plus Einzelcoaching, plus Joni-Eier, plus, oh, keine Ahnung, ich könnte ewig so weitermachen. Und wenn ich das so sehe, hätte ich das früher gesagt, gesehen oder gesagt, ich dachte, es geht nicht, du musst drei Leben leben, das ist gar nicht möglich, ja. Nein, es ist möglich, weil ich so viel effektiver bin, weil ich so viel mehr impulsiver bin, weil ich verrückte Dinge die ganze Zeit tun, die überhaupt nicht logisch sind von Reihenfolgen her und so, weil ich die ganze Zeit in der Lustverbindung bin, weil ich nach meiner Lust gehe, weil meine Lust für mich mein Navigationssystem ist. Wir haben früher mal gesagt, das Herz ist das Navigationssystem und das stimmt auch, ja, das Herz und Joni sind für mich inzwischen voll die Einheit, ja. Weil die Joni ist für mich noch mehr im Physischen verhaftet, die ist noch vererdeter, ja. Die bringt das ganz Hohe über das Herz, über die Liebe runter in das total Weibliche, ja. Und das ist so geil, weil ich damit eben auch aus diesem weiblichen, schöpferischen empfangen, denn es ist ja beides, was wir in unserer Joni haben. Wir sind Schöpferinnen, die geben. Wir geben Leben in die Welt. Ja? Wir erschaffen Leben in unserer Joni. So logisch, dass wir dann die Joni auch nutzen können, um andere Dinge zu erschaffen, oder? Und wir haben aber die Joni auch, um zu empfangen. Sie ist unser Kanal der Empfängnis. Wenn wir den öffnen, wenn wir den ins Fließen bringen, klar kann dann die finanzielle Fülle kommen und klar kann die auch davor noch nicht kommen, solange wir da blockiert sind, solange wir da verbittert, verbiestert sind, solange wir in diesem Bereich krasse Sachen erlebt haben, die da alle drin gespeichert sind. Ja, deswegen die Joni-Eier. Wow, Alter, weißt du, was die lösen können, was die dir für Blockaden energetisch auflösen können, in Fließen, in Bewegung bringen können, ja? Und damit wird dein Kanal der Empfängnis einfach anders. Er wird befreiter, er wird lustvoller, es fällt dir leichter, Lust zu empfinden. Und es fällt dir leichter, ja, in diesen empfangenen Modus auch zu kommen, damit das Geld auch einfließen kann. Mein Gott, ja, dieses Geld. Ja, warum ist das Geld da? Warum brauchen wir das? Warum gibt es so Hochpreis-Coachings, ja? Ich habe das davor immer verurteilt. Ganz lange habe ich es verurteilt, mega lange. Fand das viel Scheiße. Ich hatte das Glück, dass ich eine wundervolle Frau, nämlich die Cat, die das anbietet, ganz, ganz hoch inzwischen, Millionen, was weiß ich, ja, persönlich kannte. Schon lange, aus Berlin, ja, wir waren zusammen schwanger, gleichzeitig mit unseren Kindern und ich kannte sie, wo sie halt für 70 Euro die Stunde ihre Massagen gegeben hat. Wie schön ist denn das, ja, und deswegen wusste ich, das ist kein Schmuh, sondern ich kenne sie, ich weiß, wie sie arbeitet, eine wundervolle Tantra-Masseurin und wow, und so geil, ja, und wie sie durchgeteilt ist, wuff, an mir vorbei, und ich so, okay, ich komme da, glaube ich, ich möchte auch mal ein Coaching machen, aber ich komme da nicht mehr hinterher, und es wurde immer teurer und immer teurer. Okay, und, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, diese Coachings, ja, die immer teurer und teurer werden, warum ist das so? Weil die Menschen auch ansteigen in ihrer Energie, in ihrem Geld, in ihrem Geldfluss, in ihrem öffnenden Kanal der Empfängnis, und du brauchst immer das Level, das für dich echt
herausfordernd ist. Das ist, ich vergleiche das immer gerne mit Sprungbrett, ins Wasser zu springen, ja. Für mich, ich hasse Sprungbrett springen. Das ist vom 1 Meter so gerade so okay, ja. Aber vom 3 Meter, wuff, Herzrasen, dum, dum, dum und Bauch. Und da reinzuspringen ist für mich so eine krasse Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob ich es hasse oder liebe, es ist alles gleich ganz, ganz schlimm, ja. Aber ich kenne Leute, die springen vom 3 Meter Brett so. Das ist für die überhaupt nichts. Ja, die müssen schon im 5 oder 10 Meter Brett springen, um diese Wave aufzubauen, der Aufregung, um diesen Kick zu spüren, ja, und damit natürlich emotional viel mehr auszulösen. Und genauso, Maus, coole Frisur. Und genauso ist es bei den Hochpreis-Coachings, ja. Die sind immer angeglichen an die Frauen, für die die sind. Die Frauen, die genau damit in Resonanz gehen. Meine Coachings kosten jetzt 660 Euro. Ich bin gerade noch mit dem halben Preis sogar unterwegs bis zum 20. genau. Als Frühbucher danach 660, jetzt 333. Das war meine Zahl, die ich empfangen habe, die gerade für mich stimmig ist, ja. Das ist die Zahl, aus der ich selber kam. Okay, das ist gerade das. Ja, aber, und deswegen habe ich lauter Frauen, für die, die sich auch an mich wenden, das ist so lustig, für die genau diese 333 Euro im Moment voll die krasse Herausforderung sind. Ja, und es darf auch so sein, weil nur dann ist, ja, ist es das richtige Gefühl, ist es die richtige Welle, auch für die für dich herausfordernd ist, dass du in dich investierst. Es geht nicht darum, dass du auch, dass du meine Arbeit wertschätzt, aber es geht auch ganz stark, hatte ich gerade mit jemandem drüber gesprochen, ja, darum, dass du dich selber so wertschätzt, dass du in dich selber das investierst und damit schon den ersten Schritt in diesem Prozess der Kreation machst. Ja? Also es ist der erste Schritt der Kreation, dass du im Prozess davor dich dafür entscheidest, da reinzugehen und die Möglichkeit damit überhaupt erschaffst, dass dieses Coaching dein Leben verändern kann, weil du so viel dafür investierst und dir damit selber garantierst, dass du dran bleibst, dass du wirklich dran bleibst. Hi! Und nur dann hast du selber gemacht? Nein, das hat die Mama mir geflochten und das Tier habe ich hochgesteckt. Vor dem Spiegel. Voll shit. Ja, also das ist das, warum es diese verschiedenen Preislevel gibt. Und ich habe es lange nicht verstanden, ich fand es lange blöd, aber ich habe es jetzt selber erlebt, was es bedeutet, paar tausend Euro für was auszugeben. Und diese 1.000 Euro sind für dich echt richtig krass. Es muss richtig krass für dich sein. Und ja, also wenn du Tausende auf dem Konto hast, dann komm nicht in mein Coaching. Dann such dir eine andere Coacherin, die für Tausende von Euro ihre Seminare anbietet, damit es für dich den richtigen Zug hat. Es ist wie ein Gummiband, das du ziehst, ja? Das hatten wir schon mal mit dem Gummiband. Und es muss gezogen werden, damit du es dann loslassen kannst und der Flieger oder, ne, oder eine Steinschleuder oder so, ne, damit es dann fliegen kann, ja? Und für jemanden, wo 300 Euro so ist, da wird auch beim Seminar nicht viel bei rumkommen. Es ist einfach so. Für jemanden, für die diese 333 Euro wirklich herausfordernd sind, wird es machen und es kann dich hochkatapultieren in andere Dimensionen, wo du gar nicht davor gerechnet hättest, dass es die gibt, ja? So. Genau, das wollte ich euch einfach nur erklären dazu, damit ihr da wisst, was das bedeutet und was diese Zahlen bedeuten. Und Zahlen sind Energie und Geld ist Energie. Und darf alles gelöscht werden an Werten, Wertesystem, das wir gelernt haben, um uns klein zu halten halt auch, ja? Müssen wir mal beim Namen nennen, wenn wir immer eingeredet bekommen, die Menschen, die viel Geld haben, haben sich das nur böse erschlichen und die sind korrupt und die sind machtgierig und sonst hätten die ja nicht so viel Geld. Ja, na klar, was meint ihr, wer uns das eingeredet hat? Die Menschen, die nicht wollen, dass wir reich werden wollen und können. Ha! Ja? Okay, also, es wird Zeit, dass wir da ausbrechen. Break yourself free. Set yourself on fire. Und für mich ist es eine Revolution. Es ist, als ob wir überall Lichter anzünden und die weibliche Revolution der Lust, der Fülle, des Geldes, der Freude über die ganze Welt gehen darf. Und weißt du, und du kannst es weitergeben und du kannst anderen Frauen davon erzählen und die weiter inspirieren und es ist eine Kette und es breitet sich exponentiell aus und es ist So wie gerade das hier. so wie Tara. Ihr Lieben, ich liebe euch. Ihr wisst, dass ich euch liebe. Und noch sind Plätze frei für ein Lusttempel. Komm dazu, wenn du spürst, diese 333 Euro sind für dich. Ansonsten kannst du mir auch mehr dafür geben. Wenn du sagst, ah, ich muss lieber 3.000 Euro zahlen, kannst du mir auch zahlen. Nimm ich auch. Und es wird noch längeren Lusttempel geben, intensiveren im Spätsommer. Keine Ahnung, mal gucken.
der noch krasser wird, weil er einfach länger ist. Jetzt ist ja nur eine Woche. Das ist wirklich auch, um es kennenzulernen, um mal einzutauchen, aber auch schon, um mega die Erfolge zu erzielen. Und dann wird es nochmal einen 6-Wochen-Kurs geben. Ich muss weinen. Du musst weinen? Von Lachen? Ja, manchmal muss man vor Lachen weinen. Das stimmt, das stimmt. Genau. Also den wird es geben und nach dem 6-Wochen-Kurs... Bla, bla, das ist nicht so unwichtig, was ich erzähle. Ich mache ja nur Werbung, da muss Tara voll lachen. Also Tara, was, wie viel soll der 6-Wochen-Kurs kosten? Sag mal du. Tara erfindet die Zahl. 5 Euro. Okay. Tara macht ihren eigenen Kurs. Der kostet dann 5 Euro. Und dann müssen alle Kinder dazu kommen für 5 Euro. Und dann erzählst du ihnen, wie? Was erzählst du ihnen? Wie es gerade ist hier in München. Wie es gerade ist in München, okay. Und vielleicht auch, wie sie so viel Freude haben können wie du. Ich liebe euch. Und wenn ihr jetzt erst später zugeschaltet habt, so viel geilen Input aus dem Video, dann ich poste es gleich auf meine Seite. Guckt es euch bitte ganz an, weil es kommt von wo ganz anders und endet wo ganz anders. Und es ist so geil. Bitte schaut euch das ganze Video an. Ich bin jetzt gerade am Ende. Aber es lohnt sich, lohnt sich, es lohnt sich. Und ich liebe euch. Und ich liebe euch. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Und macht noch mehr. Und habt auch so viel Freude. Yeah. Und wie gesagt, wenn ihr das über Masturbation und Lust und Manifestieren und Geld und krasse Geldcoachings wissen wollt, dann schaut euch das ganze Video an. Okay, wie viel soll es kosten? 100.000 Euro. Tja, 5 oder 100.000? Tja, Leute, ihr könnt entscheiden, was für euch stimmig ist. Ich liebe euch. Tschüss. Au revoir, au revoir. Okay.